Hallo, wir sind Simon und Julia von CU Campervan und leben seit August 2022 Vollzeit in unserem Van. Mit unserem selbst ausgebauten Renault Master 3 bereisen wir den amerikanischen Kontinent. Wir werden entlang der Panamericana fahren, von Ushuaia im Süden bis nach Alaska im Norden. Abstecher in den Osten sind aber nicht ausgeschlossen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns so auf unserem Abenteuer begleitet. Sonnenaufgang 5 Uhr hier an unserem Stellplatz. Und da drüber sieht man ein versunkenes Wrack. Wir arbeiten hier an unserem schönen Stellplatz am Strand, im Van gerade noch ein bisschen an den Laptops. Simon bastelt Video und ich habe gerade eine Weihnachtsmail formuliert. Und ich schwenke euch mal kurz aus dem Fenster. Setzt nämlich immer mehr die Ebbe ein und jetzt sieht man richtig gut das Schiffswrack, das hier vor unserer Tür quasi liegt. Ich zoome mal ein bisschen, damit man es besser sieht. Dabei handelt es sich wohl um ein gesunkenes Fischerboot, das gefrorenen Fisch transportiert hat und hier 1980 gesunken ist. Und hier üben nämlich auch gerade Taucher das Flaschentauchen, die dann wahrscheinlich zu dem Wrack hintauchen werden. Und auf der linken Seite sieht man ganz gut die Umrisse von der Peninsula Valdez, die hier vorne von der Küste, ich schätze mal, gute 100 Kilometer bis raus aufs offene Meer geht. Und genau das wird auch der Grund sein, warum man von dort aus, vom Strand oder von der Küste aus, die südlichen Glattwale oder eben auch die Orcas sehen kann, weil es quasi wie ein Steg hinaus ins offene Meer ist. Mega cool, auf jeden Fall. So, wir haben uns jetzt zum allerersten Mal festgefahren, allerdings ja, vorausschauend und wohl wissend, dass es passieren kann. Hier ist so eine kleine Sanddüne auf dem Weg zu Punta Ninfa und wir wurden schon davor gewarnt, haben aber gerade die beiden netten Schweizer getroffen, die wir auf der Valdez schon gesehen haben. Die sind mit ihrem 4x4 natürlich problemlos durchgekommen und sie haben gesagt, sie warten mal und schauen, ob wir durchkommen. Wir sind nicht durchgekommen, jetzt lassen wir mal die Luft raus. Zur Not haben wir noch die Sandpaneele oder die beiden müssen uns halt rausziehen. Schauen wir mal, aber ich denke, es wird nicht das erste Mal sein und wir müssen es lernen. Einmal Luft raus und nachher wieder rein. Hoffentlich bringt es was. Hey! So, und jetzt fahren wir durch, oder? Ich weiß nicht, kommen wir morgen wieder raus? Man weiß es nicht. Aber wenn nicht, müssen wir. Wie viel Proviant haben wir noch? So, wir haben es dann durch den Sand doch bis ganz vor geschafft und das nette Schweizer Ehepaar, das wir auch zuvor schon mal getroffen haben, mit ihrem Landcruiser, bleibt jetzt sogar eine Nacht länger hier vorne an der Küste. Falls wir dann morgen beim Rausfahren stecken bleiben sollten, dann wird es im Notfall sogar noch Hilfe geben. Ist das nicht nett? So, hier haben wir eine Seekuh. Und da unten gibt es Seelöwen. Wir sind von da oben jetzt mal hier runter geklettert und gucken mal jetzt nach den Seelöwen und was sind es noch, Julia? Robben. Da liegen sie, die faule Dinger. Und da schwimmt die Robbe. Da sind auch ganz viele.
eine guckt uns schon an. Das andere, das pennt hier noch friedlich. Sind wir so gute 2 Meter weg. Guten Morgen. Schon gewaltig, oder? Schlaf weiter. Hola! Kleiner Rülpsi. Justus. Hallo, meine Freunde. Wir folgen hier gerade Tina und Felix in ihrem 4x4 Toyota Land Cruiser, die uns jetzt hoffentlich eine gute Spur ebnen durch die Sanddüne. Und wir haben aktuell in unseren Falkenreifen 1 bar Druck und hoffen mal, dass wir jetzt im Gegensatz zu gestern auf den ersten Schwung durchkommen. Wenn nicht, müssen wir graben oder die Sandbleche nutzen, aber irgendwie kommen wir durch. Also nächstes Mal gleich Luft raus. Juhu! Geschafft. So, mega da durchgefahren, völlig ohne Problem. Wie wenn nichts mehr irgendwie mit den 1 bar. Das ist schon ja, Wahnsinnsunterschied. Die Falkenreife AT3, das ist auch richtig geil, dass man die so tief fahren kann und wirklich tipptopp. Und jetzt lassen wir hier wieder bis auf 2,5-3 bar Luft rein und dann geht es die 70 Kilometer Offroad-Strecke wieder zurück. Da ist man dann wach danach, nachdem man morgens richtig durchgeschüttelt wird. Und wo fahren wir eigentlich hin, Julia? Jetzt erstmal nach draußen, Tankstelle, Internet nutzen, vielleicht noch einkaufen und dann schauen wir mal weiter. Los geht's! Wir stehen mal wieder an der Tankstelle bei bestem Internet. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Der Bogisch hat Geburtstag. Nein. Julia versteht nur Bahnhof, die hat Stöpsel in der Ohren. Heute gibt's Schnitzel mit Kartoffelbrei. Super.
Scharnitzel. Wir sind frisch geduscht, riechen wieder gut, haben an der Tankstelle heute Mittag die Gelegenheit genutzt, uns frisch zu machen und sind jetzt auf dem Weg langsam aber sicher Richtung Ushuaia ans Ende der Welt. Im Moment tröpfelt es ein bisschen, aber noch nichts Ernsthaftes, also wird wohl nicht reichen, um unsere Dachlukendichtigkeit zu testen. Und kein Regen, keine Wasserprobleme. Richtig. Und wir schauen jetzt mal gleich, ob wir noch links abfallen von der Route 3. Da soll es noch mal eine große Pinguinkolonie geben. Hängt aber hauptsächlich davon ab, wie die Straße beschaffen sein wird. Das wissen wir im Moment noch nicht. Genau, wenn einer ein gutes Rezept für Pinguine hat, dann darf er uns das gerne in die Kommentare schreiben. Nein, der ist viel zu süß und außerdem viel zu fettig bestimmt. Wir fahren jetzt immer mal wieder Kerzen geradeaus, schnurstracks, ohne Kurven, ohne Umwege. Und ja, ihr seht es ja selbst, im Moment keine dunklen Wolken. Schaut gut aus. Wir sind auf der Route 1 angelangt, die hier jetzt wieder Schotterpiste ist. Aber es sind nur rund 30 Kilometer bis zu dem Pinguin. Wobei wir heute auch nur noch die Hälfte davon fahren werden, um uns ein wunderschönes Schlafplätzchen hoffentlich zu suchen. Nämlich irgendwo da unten an der Küste. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Heute hatten wir mal wieder einen sehr schönen Übernachtungsplatz direkt am Meer. Inklusive Meerblick. Im Moment herrscht gerade Ebbe. Und jetzt machen wir uns gleich mal auf den Weg zu einer Pinguinkolonie, die irgendwo da vorne am Kap sich befinden soll. Es sind noch rund 15 Kilometer zu fahren. Und da machen wir jetzt mal hin. Beide Pinguine, die da unten ihre Bruthöhlen haben. Ganz schön groß. Schnell, Mittagessen ist fertig. Da der Ton wegen dem Wind leider zu schlecht war, jetzt nochmal nachvertont und deswegen nicht synchron. Also wir fanden den Pinguin Place hier super, da im Gegensatz zu Punta Tombo auch kostenfrei. Und ob es jetzt die größte Pinguinkolonie Südamerikas war oder nicht, egal, ihr habt ja gesehen, es waren trotzdem sehr viele Tiere, sogar Jungtiere.
Und ich habe auch noch ein paar Pinguin-Fakten für euch. Vieles traut man den kleinen possierlichen Tierchen nämlich tatsächlich gar nicht zu. Von April bis September, wenn keine Brutzeit mehr ist, schwimmen die kleinen Frackträger tatsächlich bis zu 6000 Kilometer weit bis an die Mitte Brasiliens, gehen in der Zeit auch nicht ein einziges Mal an Land, außer wenn sie erkranken. Und während der Brutzeit schwimmen sie bis zu 600 Kilometer weit, um Nahrung zu sammeln. Und dabei tauchen sie bis zu 30 Meter tief und ein Tauchgang dauert in der Regel bis zu 3 Minuten. Schon verrückt. Am Ende des Wanderwegs angekommen, haben wir eine wunderbare Rundumsicht. Aber keine Seelöwen zu sehen. Good morning. Wir haben wieder mal einen herrlichen Ausblick. Allerdings pfeift der patagonische Wind ganz ordentlich, wie man an den Grasbüschen hier vielleicht sehen kann. Ich gehe jetzt auch nicht raus, sonst schwimme ich nicht verstehen. Er frischt immer morgens auf, so gegen 6. Wir haben das Auto heute auch mal in Fahrtrichtung geparkt, das hat ein bisschen geholfen. Windrichtung, ja. Und ich zeige euch jetzt mal den Hammerausblick hier noch aus dem Fenster. Also, auf mich? Ja, auf dich, hallo. Ich sitze hier, trinke meinen Kaffee. Ihr seht es jetzt nicht, weil es blendet, aber ich gehe mal vor. Und es fühlt sich an wie auf einem Kreuzfahrtschiff, weil das Einzige, was ich sehe, ist der Ozean. Also ich sehe gar nicht den Strand, sondern wirklich nur das Meer. Hammergeil. Yeah.